Werte, Sonnenblumenbestäuber und Rinnen, ich begrüße Sie wieder herzlich auf diesem Kanal. Du hast jetzt zu wollen, du hast zu wollen, du hast zu wollen, nachdem wir dich, wir Gesellschaft, ein Leben lang körperlich und mental zugrunde gerichtet haben, dich in deinem Hirn abgestochen haben. Und während du am Boden lagst, kamen wir mit den Kampfstiefeln und zerstießen deinen Kopf, sodass die Schädelkalotte in 20.000 Einzelteile zerbricht. Und wenn du nicht willst, fügen wir dir Gewalt zu. Wir haben jederzeit die Möglichkeit, dich zu zwingen unter erpresserischer Androhung des Entzugs der Existenzgrundlage zu wollen. Dieser Beitrag ist jetzt besonders krank, weil ich bin ja krank gemacht worden, auch wenn ich manchmal durchaus eloquent und gesammelt auftrete. Ich habe mich nur entschlossen, das zu machen, weil er war wieder mal so ein albtraumartiges Gebilde. Und da hieß es, ich bring der beruflichen neuen Herausforderung, ja. Ungefähr so viel Interesse und inneres Engagement entgegen, als müsse ich mich für den Podcast meines Chefs oder noch viel eher Chefin stark machen, in der die machiavellistische Führungskräftin von den Stoffwechselausscheidungsendprodukten ihrer Untergebenen spricht. In einem Podcast. Wir sind schon wieder über der Zeit.